Wir haben im zweiten Teil gesehen, dass der Vektor 5, 6, minus 1 nicht in der linearen Hülle dieser beiden Vektoren ist, dagegen der Vektor 3, 6, minus 2 in dieser linearen Hülle enthalten ist. Und wir sagen, und ich habe das ja auch schon erwähnt, dass dann der Vektor 5, 6, 1 linear unabhängig ist von diesen beiden Vektoren. Linear unabhängig. Ich werde später Nummer L.U schreiben, von diesen beiden Vektoren, 1, 2, 0 und minus 1, 0, 1. Und entsprechend sagt man hier, dass der Vektor 5, 6, minus 2 linear abhängig ist. Von diesen beiden Vektoren, und hier schreibe ich dann Nummer L.A. Denn ich kann ihn darstellen als Linearkombination dieser beiden Vektoren, also 3 mal dieser Vektor plus minus 2 mal dieser Vektor. Und das definieren wir gleich allgemein. Wir definieren, dass ein Vektor b linear abhängig ist vom System der Vektoren a1 bis ak, wenn der Vektor b in der linearen Hülle ist von diesen Vektoren a1 bis ak. Und wir sagen, der Vektor b ist linear unabhängig von a1 bis ak, wenn das eben nicht ist, also das ist einfach das Gegenteil, also wenn b eben nicht in der linearen Hülle von a1 bis ak ist. Das wird ein wenig erweitert, diese Definition, indem wir vielleicht ein System von Vektoren betrachten und wir sagen eben, ein System von Vektoren a1 bis ak heißt linear abhängig, definitionsgemäß, wenn einer dieser Vektoren von den anderen linear abhängig ist. Also wenn es ein i gibt, sodass der Vektor ai eben enthalten ist in der linearen Hülle von den anderen Vektoren. Also a1 bis ai minus 1, ai plus 1 bis ak. Und entsprechend sagen wir, dass das System der Vektoren a1 bis ak linear unabhängig ist, definitionsgemäß, wenn eben jeder Vektor von allen anderen linear unabhängig ist, also genauer gesagt, wenn für alle ai gilt, dass ai nicht in der linearen Hülle der anderen ist, also kein Vektor lässt sich durch die anderen Vektoren darstellen. Und das ist ein ganz zentraler Begriff in der Vektorrechnung und den möchte ich noch ein bisschen genauer beleuchten. Bevor ich ein Beispiel mache, möchte ich aber einen Satz formulieren, den wir dann auch beweisen werden, nämlich der folgende, dass wir diese Bedingung, die es sehr umständlich wirkt, also hier zum Beispiel ein System für Vektoren ist linearunabhängig, also wenn wir zum Beispiel 3 Vektoren hätten, dann müssten wir 3 Bedingungen prüfen, also dass der erste Vektor nicht in der linearen Hülle der anderen beiden ist, der zweite Vektor nicht in der Hülle vom ersten und dritten und der dritte Vektor nicht in der Hülle der ersten beiden. Also das wird natürlich immer umständlicher. Und es stellt sich heraus, dass man hier das etwas einfacher fassen kann. Man kann nämlich zeigen, dass eben das System der Vektoren a1 bis ak linear unabhängig ist, genau dann, wenn diese Gleichung lambda 1 mal a1 plus lambda 2 mal a2 plus und so weiter plus lambda k mal ak ist der Nullvektor,
nur die Lösung hat, und zwar die triviale Lösung 0, 0, 0. Klarerweise ist das eine Lösung, denn 0 mal ein Vektor ist der Nullvektor, und wenn man das aufsummiert, erhält man natürlich auch immer den Nullvektor. Und wenn das die einzige Lösung ist von dieser Gleichung, dann ist das gleichbedeutend damit, dass A1 bis AK linear unabhängig sind. Wenn wir das vielleicht an einem Beispiel durchführen wollen, nehmen wir die Vektoren 1, 2, 3, minus 1, 0, 1 und als dritten Vektor 5, 6, 1. Das ist nicht so wichtig, was wir hier machen. Also wir nehmen 5, 6, 1. Und was müssen wir da betrachten? Wir müssen diese Gleichung betrachten. Lambda 1 mal 1, 2, 3 plus Lambda 2 mal minus 1, 0, 1 plus Lambda 3 mal 5, 6, 1 ist 0, 0, 0. Oder ich schreibe das wieder anders an, ich kann das komponentenweise anschreiben. Das ist gleichbedeutend mit Lambda 1 minus Lambda 2 plus 5 Lambda 3 ist gleich 0. 2 Lambda 1 plus 6 Lambda 3 ist gleich 0. Und 3 Lambda 1 plus Lambda 2 plus Lambda 3 ist gleich 0. Und wir bekommen hier ein sogenanntes homogenes lineares Gleichungssystem. Homogen, weil hier die rechte Seite 0 ist. Also wir bekommen homogenes lineares Gleichungssystem. Und wir müssen jetzt in diesem Zusammenhang eben nicht drei Bedingungen überprüfen, sondern nur eine. Wir müssen nur dieses eine lineare Gleichungssystem betrachten. Wir lösen das. Wir wissen, wie wir das lösen können, und wenn es eben hier nur eine Lösung gibt, nämlich 0, 0, 0, also die sogenannte triviale Lösung, dann sind diese Vektoren, die hier stehen, linearunabhängig, das sind sie in diesem Fall auch, und sonst sind sie eben linearabhängig. Okay, also das heißt, wir können hier das relativ schnell nachweisen. Nun möchte ich zum Abschluss dieses dritten Teiles diesen Satz kurz beweisen, weil das da hier steckt eine ganz wichtige Idee drinnen. Naja, wir müssen hier zwei Richtungen beweisen, also aus der ersten Bedingung die zweite und umgekehrt. Wir werden aber eine Umformulierung vorher vornehmen, nämlich wir werden das Gegenteil beweisen, also nicht, dass der Satz nicht gilt, sondern sozusagen wir werden sowohl die erste als auch die zweite Aussage negieren. Und das Negieren bedeutet einfach, dass statt linearunabhängig linearabhängig steht. Also wir beweisen eigentlich das Folgende, dass die Vektoren A1 bis AK linearabhängig sind, genau dann, wenn es Werte Lambda 1 bis Lambda K gibt, die nicht 0 sind, die nicht alle 0 sind, sodass eben diese Linearkombination 0 ist. Also wir betrachten in gewissen Sinn die Kontraposition, und die können wir jetzt recht einfach beweisen. Es gibt hier zwei Richtungen zu beweisen. Also die eine Richtung, wir nehmen an, die Vektoren sind linearabhängig. Wir wollen zeigen, dass wir sie dann nicht trivial eine nicht triviale Linearkombination finden können, die den Nullvektor darstellt. Also wenn sie linearabhängig sind, definitionsgemäß, bedeutet das, dass es ein i gibt, sodass sich der Vektor AI darstellen lässt als Linearkombination der anderen Vektoren. Also ist gleich, ja, Lambda 1 mal A1 plus Lambda I minus 1 AI minus 1 plus Lambda I plus 1 mal AI plus und so weiter plus Lambda K mal AK. Nun ist das Rechte hier schon eine Linearkombination dieser Vektoren, aber es steht den Vektor AI da. Und was ich jetzt mache, ist, dass ich den Vektor AI auf die andere Seite bringe, dann bekomme ich daraus, dass der Nullvektor dargestellt wird als Lambda 1 mal A1 plus Lambda I minus 1 mal AI minus 1 plus minus 1 mal AI plus Lambda I plus 1 mal AI plus 1 und so weiter.
und ich erkenne, dass ich hier eine Linearkombination erhalte, wo an dieser Stelle hier ein Koeffizient ist, der nicht 0 ist. Ja, das sieht so einfach aus und es ist tatsächlich auch so, wie es hier ist, sehr einfach. Die andere Richtung erfordert nicht viel mehr, aber eine zusätzliche Beobachtung. Wir wollen zeigen, dass wenn es eben eine nicht-triviale Linearkombination des Nullvektors gibt, dass die Vektoren dann linear abhängig sind. Also nehmen wir das an, dass eben Lambda I ungleich 0 ist, aber die Linearkombination Lambda 1 mal A1 und so weiter plus Lambda I AI, das steht irgendwo in der Mitte, plus Lambda K mal AK gleich der Nullvektor. Nun ist eben hier dieses Lambda I, Lambda I eben ungleich 0. Und jetzt kann ich eben aus dieser Gleichung das AI herausrechnen. Ich kann das darstellen, dass das AI ist gleich, also ich bringe das sozusagen auf die andere Seite und dann, oder ich bringe alle anderen auf die andere Seite und dividiere durch Lambda I. Ich kann durch Lambda I dividieren, weil es eben ungleich 0 ist und ich erhalte dann ist gleich minus Lambda 1 durch Lambda I mal A1 minus und so weiter minus Lambda 1 durch Lambda I mal A, Entschuldigung, AI minus 1 mal AI minus 1 minus Lambda I plus 1 durch Lambda I mal AI plus 1 und so weiter minus Lambda K durch Lambda I mal AK. Und man erkennt, dass eben jetzt das AI linear abhängig ist von den anderen. Das geht eben nur dann, wenn einer dieser Koeffizienten ungleich 0 ist, aber dann übersetzt sich das in eine Linearkombination dieser Vektoren. Das heißt, wir können AI darstellen als die Linearkombination der anderen. Und damit haben wir ein sehr einfaches Kriterium oder eine sehr einfache Methode nachzuweisen, ob Vektoren linear unabhängig oder linear abhängig sind. Letztlich führt das auf ein homogenes lineares Gleichungssystem.